Servus Leute und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge und da kommt auch schon der erste Gegner. Ja, wir spielen Mounted Blade, Warband. Und das hier ist der Romar, der heißt im Spiel Eater. Und ich bin der Merlin, der Sermon, ganz unten. Auf jeden Fall, ja, das ist das Spiel und so weit, so gut. Wir hatten uns Stell dich doch mal vor. vorgestellt, YouTube einfach zu machen, lernen. Und ja, jetzt hatten wir gedacht, setzen wir das einfach mal um. Und wir würden uns sehr freuen, falls wir 10 Klicks, auch wenn es nur sein, auch wenn sie nur kommen, weil irgendjemand von euch sich verklickt, aber wir würden uns über 10 Klicks freuen. Ja, also ich bin der Merlin, ich bin 14 Jahre alt. Das hast du schon gesagt. Überhaupt. Nein, habe ich nicht. Verdammt. Auf jeden Fall. Ja. Genau, wir sind 3 Leute. Wir haben noch einen Tim. Der ist jetzt gerade nicht dabei. Genau. Und deshalb nehmen wir jetzt die erste Folge mal ohne ihn auf. Genau. Wir spielen Multiplayer auf der Map. Wie heißt die Map, Roma? Oh, fuck, fuck, fuck. Nein. Das waren jetzt beides keine ehrlichen Kills. Wie heißt die Map? Warte. Das ist. Okay. Also, ich bin gerade von Reitern gestorben. Das ist meiner Meinung nach die einfachste Klasse im ganzen Spiel. Oh nein. Na, du Pisser. So, ja, Bogenschütze. Wie der Bob hier. Don. Ein sehr schöner Name, der mich jetzt gerade irgendwie fertig macht. Ja, jetzt bin ich tot. Genau, da oben steht die Respawn-Zeit. Man sieht oben links, wo auch meine Zahl steht von den FPS. Die links, den Punktestand des Gegnerteams, die bei Gears haben 65 Kills und wir 82. Komm, ich sterb gleich. Das ist kacke mit dem Sperren so einem kleinen Raum. Hat gerade böse den Lag. Oh. Ich versau's gerade. Es tut mir wirklich leid, dass ich's versau. Ja, also ich bin nicht wirklich der Pro in dem Spiel. Beziehungsweise Prü, wie wir so gern sagen. Das ist unser ein Wort, das wir uns so erfunden haben. Genau, weiß unser Kanal auch so. Genau. Ja, und da vorne ist ein Prükaff. Also Kaff heißt Kavallerie. Das weiß, glaubt so ziemlich jeder Mensch. Inf heißt Infanterie. Das weiß jeder Mensch. Das brauchst du nicht sagen. Ich tue es trotzdem. Ja. Wenn es dir Spaß macht. So. Ja. Irgendwas zu erzählen? Nein. Ja, wir können ja noch ein paar Fakten über uns erzählen. Genau, ich bin 14, werde bald 15. Ja, ich komme aus Baden-Württemberg. Okay, der ist gut im Gegensatz zu mir. Und ich bin klein. Ich bin 1,56. Dafür bin ich groß. Genau. So passt das alles wieder zusammen. Ja. Oh mein Gott, ich habe wieder einen Kill gemacht, ich bin so gut. Ich muss das jetzt irgendwie. Mein Schild ist zu schlecht, das hat nicht geblockt. Nein, sie gehen zu viel. Das ist halt nicht so cool. Ja, 3 zu 9. Eigentlich hätte ich 4 zu 8, aber der auf dem Server ist Reflexive Damage. Das heißt, wenn ich einen Teamkameraden schlage, kann ich ja mal kurz zeigen. Ja, das ist mir jetzt auch schon hin. Schlag den, dann krieg ich Schaden. Und ich habe vorhin einen Gegner geschlagen und dann stand halt ein Typ vor mir. Ich habe den zwar gekillt, aber bin dabei auch gestorben und es gibt einem dann einen Minuskill. Ja. Die prügeln gerade auf mich ein, zu dritt, zu viert, zu hundert. Und deshalb, ja. Also ich finde, das Spiel macht sehr Spaß, aber es ist halt manchmal ein bisschen blöd, weil es gibt eben immer öfters diese Situation, wenn man da steht und 5 Gegner um einen rumlaufen und man nicht weiß, welchen man attackieren soll und sie alle auf einen einschlagen. Ja. Und jetzt ist sein Schild zerbrochen. Und er hat mich getötet. Aber ich habe sein Schild zerbrochen. Das zählt.
meine Lüfter. Ja, mein alter Lüfter ist gerade vom Schreibtisch gefallen, deshalb. Irgendwie? Das ist ein bisschen gerumpelt. Was irgendwie? Ich. Nee, ich hab meinen Schuss verloren. Ich hab vergessen, was ich sagen. Achso, okay. Kann ja mal passieren. Das passiert mir aber sehr oft. Nein. Und in solchen Situationen wie gerade eben wurde ich halt von allen Seiten geblockt. Das heißt, ich konnte nicht wirklich viel ausrichten. Ich konnte in keine Richtung gehen und sie haben nur zu dritt auf mich eingeschlagen. Da ist dann der Garaus nicht weit. Ich stehe da sicher. Ja, ziemlich sicher. Komischerweise treffe ich ihn nicht. Der hat bestimmt gehackt. Nein, hat er nicht. Ich weiß nicht mal, ob es für das Spiel Hacks gibt. Aber manchmal könnte man es meinen. Oh mein Gott, da steht ein Bogenschütze. So. Und ein Rein. Hey, da bist du ja. So, ein Zebele. Ja, 360. Roundhouse-Kick. Ja, kassier halt. Herr Freundchen. Komm zu Papa, komm zu Papa, komm zu Papa. Ja. Oh. Nein, hinten. Da kommt schon dein Gegner. Alter, wieso? Egal. Okay, eigentlich habe ich geblockt, aber naja. Ich fass aus. Das ist leider sehr, sehr oft in dem Spiel. 3 zu 14 ist jetzt nicht so die Über-KD. Würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn es irgendjemand sieht. Kennt ihr das Spiel oder kennt ihr überhaupt? Also es gibt noch 2 weitere Teile davon. Das sind das erste War Mountain Blade. Das heißt einfach nur Mountain Blade und dann gibt es noch With Fire and Sword, da gibt es schon Musketen und sowas. Klau mir nicht den Kill, du Bob! Danke. Das war jetzt ein komischer Kill. Au! Der war nicht so gut. Ich helfe dir. Oh, ein Bogenschütze, ein Bogenschütze. Der hat aus dem Ungehüpft, der Böse. Der ist ziemlich gut. Das ist auch ein komischer Bogen. Nein! Oh mein Gott, der, also Public Assassin scheint ein sehr guter Spieler zu sein. Wie er es einfach mal alleine gegen 2 geschafft hat. Mit einem Spiel. Hat Selbstmord gemacht. Ja, das ist natürlich nicht so klug, aber. Naja. Ja. Genau, man kann in diesem Spiel, das ist sehr offen, sag ich mal, man kann abstimmen über neue Maps, neue Leute, über Bannen und sowas. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr interessantes Spiel. Es gibt auch sogenannte RP-Server. Also, das jetzt nicht so unbedingt, aber es macht schon sehr viel Spielspaß. Oh, jetzt habe ich einen Freund erwischt und deshalb habe ich gerade Schaden bekommen. Nein. Da habe ich zu spät gekommen. Ja, wie lange nehmen wir denn schon auf, Roma? Hast du die Zeit im Blick? Ich glaube, wir können dann mal auch für die erste Folge. Man kann übrigens noch leiten. Also, wenn ihr Scheiße fandet, dann sagt bitte, was ihr Scheiße fandet. Genau, dann gebt einen Daumen runter. Gebt einen Daumen runter und sagt uns auch Kritik. Also nicht unbedingt einen Daumen runter, aber ihr könnt gerne in die Kommentare Kritik schreiben und sowas. Und genau. Aber nicht einfach nur disliken ohne Grund. Genau. Und ja, wenn wir mehr als 10 Klicks kriegen und vielleicht der eine oder andere nicht durch Verklicken kommt, dann würden wir uns sehr freuen und vielleicht irgendwann auch ein zweites Video hochladen. Ja, das war's auch von meiner Seite und ciao.